So, ihr seht schon, es geht jetzt quasi in Richtung Aufstieg. Aber, nächster Gegner ist erstmal Darmstadt. Spieltag Nummer 23 steht heute an. Gegen die Tabellen 4. Wenn wir die gewinnen, die Partie, dann sind wir, glaube ich, 17 Punkte weg, wenn ich es richtig sehe. Klar, natürlich, Darmstadt ist doch gewaltig, aber ja, es sieht bisher gut aus. Es sieht bisher gut aus. Wir sind Zweiter. Ich denke mal, da werden wir auch am Ende der Saison bleiben. Der Abstand zu Platz 3 ist auch schon groß mit über 10 Punkten. Also sind sie jetzt 14. Also wenn Fürth gewinnt, sind es 11. Dann haben wir da auch den Abstand relativ groß. Und Freiburg werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Das werden wir so im direkten Duell schlagen. Das Spiel ist erst im April. Denke ich mal, wird es eingewinnen. Na gut, gehen wir rein ins Match und hoffen, dass wir Darmstadt heute ebenfalls bezwingen. Nürnberg haben wir letzte Folge geschlagen mit 2-1 auswärts. War ein hartes Spiel. Wir haben es gut hinbekommen. Wir haben das Spiel gedreht. Wir haben gewonnen. Alles andere ist dann erstmal unwichtig. So, André, gehen wir rein. Also ich werde jetzt ein bisschen durch, das heißt durchrotieren. Ich werde natürlich jetzt den Jungs ein bisschen die Chancen geben, die die letzten Spiele nicht so gespielt haben, die halt noch nicht so, die auch nicht zu 100% fit sind und deswegen würde es darauf hinauslaufen, dass ich da mal ein bisschen rotiere auf 3 Positionen. Gut, gehen wir rein ins Match. Gut. Na komm, jetzt. Auf geht's. Spieltag Nummer 23. Es ist klar, auch wenn die meisten in dieser Partie ganz besonders achten werden. Er ist aktuell richtig gut drauf, den kann keiner aufhalten. Topscorer der Liga und er will hier natürlich an die Leistungen aus. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. So, geht gleich rein ins Spiel. So, die Darmstädter, die schwören sich noch ein. Unsere Jungs machen das Gleiche genauso. Na dann, auf geht's. Ihr habt jetzt wieder mal Anschlusskarte am Anfang. Jetzt haben wir es wieder. Und das kann nur, na gut, hoffentlich gutes Omen sein. Wie gesagt, mit drei neuen Leuten, die 6 neu besetzt. Einen neuen Außenverteidiger mal ausprobieren. Mal gucken. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Der ja gesagt hat, ich möchte unbedingt mal wieder spielen. Dann zeig, was er kannst, Junge.
Zeig mir das mit einer Option. So, das ist das 1-0 nicht mehr. Und endlich mal wieder eine Führung. Endlich mal wieder eine Führung. Wir haben sonst immer Rückstände hinterher gelaufen. Jetzt gehen wir mal in Führung. Und da muss aber, da war ein dicker Fehler von Darmstadt hinten drin. Ja, erste Stellungsfehler, genau. Ja, da war der Innenverteidiger schuld, weil der hat das komplett unterschätzt. Der war eigentlich vorne, der hätte nur hochspringen müssen. Tut er nicht. Und damit ist es das 1-0. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Es gibt ein Tor aus der Düsseldorf Arena zu vermelden, rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Freiburg. Na super. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 6 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Also, Freiburg führt auch in Düsseldorf. Damit ist das schon mal wieder hinfällig. Das wieder eine ganz große Überraschung dieser Saison. Wenn die das jetzt so wirklich durchhalten, dann muss man denen eine Menge zutrauen. Steiner. Problem ist halt, dass wir unsere Spiele gewinnen müssen. Da ist die Flanke. Diesmal steht der Verteidiger gut. Aber dann sind sie doch nicht entschlossen genug. Uno. Erstmal hier der Ballverlust. Ja. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Nein, bei der Garde steht Richter. Muss ich keine Karte zeigen. Weil ja, ich weiß gar nicht mehr, was das überhaupt war jetzt gerade. Handspiel vielleicht oder so. Das kann was werden. Und also, das fällt der Ausgleich. Und es bleibt wieder dabei. Es wird wieder kein Spiel zu Null geben. Und sie kombinieren sich dadurch und kommen dann durch und machen den Ausgleich. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Mann. Alles auf Anfang. Es steht 1-1. Das ging so gut los. Und dann kriegst du das blöde Ding da hinten. Den Ball hat Ecke. Er. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Ja. Vielleicht die Chance. Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Gut geblockt da. Der Darmstädter, aber... Melem. Schön, Perry. Nochmal Perry. Klasse Technik. Der zweimal da gut klärt. Und jetzt ist kann was draus werden. So, Tor. Wieder die Führung. Das ist ein klasse Spiel, Leute. 1-2, 23. Minute. Und diesmal ist auch das Ding hier auf Perry, weil der hat den nämlich mit zwei guten Grätschen den Ball geholt. Erst kommt der Pass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Tor 2-1, hier ist noch alles drin. Darmstadt vielleicht jetzt, über außen. Darmstadt probiert zwar aus und Novoa bleibt dran, kommt überhaupt nicht rein und dann ist es wieder eine gute Situation. Blockt den Schuss erstmal ab. Gar kein Fall. Er gibt Elfmeter. Er gibt Handelfmeter. Piri. Der hält noch, der Held war bei dem Tor. Und kriegt den Ball an die Hand. Es gibt den Handelfmeter für den FSV Darmstadt 98. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Gut, ja, du. Der kann hier verwandeln. Plätze stehen hat er das Ding. 2-2, 27. Toller Elfmeter. Da ist die Wiederholung nochmal eiskalt verladen. Ja, Ball in die Mitte. Und in dem Moment ist er dann unhaltbar. Ja, klar. Weil er bitter macht das Ding. 2-2. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Zieht es auf jeden Fall mit dem Tor. Lässt sich einfach abhängen. Ja, scheiße. Entschlossen, erklärt. Ich wollte ihn abschließen. Morgalla. Wichtige Aktion. Ja, die war nicht ganz unwichtig, die Aktion. Bader. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Glück gehabt. Andresen wieder, schönes war da.
und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Oh, bitte nicht jetzt. Und man versaut sich's gerade sehr. Und Darmstadt dreht die Partie. Das habe ich mir selber zuzuschreiben. Das war einfach ein Abwehrfehler. Das Tor nochmal. Und es ist nicht zu übersehen. Da sind sie viel zu passiv. Ich weiß gar nicht, wer es war. Andresen. Die 43. Mit dem Fehlpass in die Mitte innen rein und dann macht es Darmstadt. Spielstand lautet hier also 3:2. Ja, Darmstadt macht zwei Tore, schießt dreimal aufs Tor und dann ist es drin. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Passiert. Zug nach innen. Und jetzt der Schuss. 4:3. No war. 3:3 der Halbzeitstand. 42. Also noch nicht mal Halbzeitstand. Wir steht nur halt 3:3, aber wir kommen diesmal wieder zurück. Puh. Das wird Spiel. Kurze Ecke, ja, ja, du seht es hier. Das sind Tore, da gibt es immer Fragen. Stichwort Torwart-Ecke. Lässt den Keeper, lässt den Verteidiger dort aussteigen und haut das Ding dann eiskalt rein. Sie treffen zum 3:3 und gestalten alles wieder offen. Odo. Ballverlust. Da wäre Platz des Japaners. Da setzt er zum und Spiel. Wieder ist es da am Start. Ich bitte Schuss. Jetzt keinen vollen Mogala und werfen mich. Ball ist natürlich kein großes Problem. Wer ist das? Die nächste rote Karte, aber es ist halt. Steht 3:3. Also weiter mit Durchgang 2. Unglaublich, ey. Unglaubliches Spiel. 3:3. Nur 6 Tore bei kurzer Halbzeit. Durchgang 2 hat begonnen. Zweimal führst du. Zweimal versaust es dir. Oder eigentlich versaust es dir. Mal gucken, was machen wir, wenn der zweite Halbzeit wieder wegziehen, aber wegziehen können, dass weiter so geht. Oder ist das wahr? Sterner. Das ist doch gar nicht. Ja, was ist Freistoß, die Schiedsrichter? Ball kommt rein. Das ist zum Kotzen. Ey, der schenkt den in den Freistoß und der passt genau wie im letzten Spiel, einem letzten Spiel gegen Pauli war das. Wir schauen nochmal auf den Treffer. Da ist zuerst die Flanke. Für und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Beeindruckend. Das war ein normaler Ballgewinn von Sterner. Mehr war es nicht. 4:3 der Spielstand. Reißt unsere Serie heute. Fabian Schnellhardt. Und für Darmstadt wäre es wichtig, weil die wieder so ein bisschen dran wären an uns. Da sind immer noch dann 11 Punkte. Jetzt werden wir das Spiel gewinnen. Dass er sich den Ball holt. Riesenschuss. Das ist so Kopf. Die schießen jedes Ding aufs Tor. Die schießen 5-mal aufs Tor und alle passen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen. Und wieder hinten ein blöder, wieder ein schwachsinniger Abwehrfehler da hinten drin. Ja, ich gehe jetzt natürlich auf den. Ich gehe natürlich jetzt wieder geht's auf den links auf ein anderes System, weil ich muss ja vorne was versuchen jetzt. Ja, ich muss jetzt irgendwas ausprobieren. Das geht jetzt noch nicht dann. Also ich muss ja wechseln. Ich muss das Ding irgendwie versuchen zu drehen. So, jetzt gibt es ein bisschen das taktische System auf 4-4-2. Das Tor, das ist letztlich nur noch Formsache. Eine torreiche Partie. 5:3. Unglaublich. Tor für Darmstadt jedenfalls. Ohne. Kein guter Ball. Das war's also erstmal. Es gibt ein Tor aus der Düsseldorf Arena zu vermelden, rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den SC Freiburg. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Ja, natürlich. Und damit war es das wahrscheinlich definitiv mit der Meisterschaft. Dankeschön für diese Infos. Weil wenn Freiburg das Ding gewinnt, dann sind sie komplett weg. Dann sind sie wie heute hier unsere Partie verlieren. Einen neuen Spieler holen, einen echten Wunschspieler. Und nun ist ach Mann, für was gibst du dann den Freistoß?
Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Ich muss auch Freistoß geben für leichtes Gerempel. Für was? Klasse reagiert hier vom Torhüter. Hellwach und er hat den Freistoß. Bruno. Ja. Wieder ohne, ja gut, das ist so gut antizipiert jetzt gerade. Flanke kommt in die Mitte. Warte einen Moment, ich bin sofort wieder da. Jetzt gehen wir schon wieder. Mann. Was ist denn da los heute? Jetzt haben sie den Ball wieder. Pichowski. Das ist die Chance. Peters. Chance lebt noch. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden. Ja, wenn du jetzt das Tor machst, da wir wieder reinkommst in diese Partie. Viel Übersicht bei diesem Pass. Da zieht er ab. 4-5. Meier. Es ist noch Zeit genug. Es ist noch Zeit genug für Darmstadt. Für Bayreuth. Naja. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz. Lasse Meier mit dem 4-5. Ein echtes Schützenfest heute. Nun nächster Angriff, Novor. 5-4. Jetzt wäre der Platz auf Außen da. Die Chance jetzt. Gehalten. Der Schiedsrichter, der Keeper hält das Ding, weil das wäre das Tor gewesen für Meier. Eigentlich fast mehr rumkommen, ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion, eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Das war sauber, er holt sich den Ball. Sie spielen steil, gefährlich. Lasse Meier, Lasse. Jetzt erstmal den Ball. Nummer 5-5. Fünf zu fünf der Ausgleich. Wieder drin in der Partie. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool. Macht das Ding rein. Wieder kurz vorher muss er machen, der Meier. Ruhe und Technik, das sind die beiden. Alleine Novoa. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Sie kommen noch mal, ja? Die wollen mehr als dieses Unentschieden. Ja, Perry. Das finde ich jetzt ärgerlich. Bitte jetzt nicht schon wieder auf den Gegentor kassieren, vielleicht sogar einen Konter zu setzen, vielleicht auf 5-6 zu stellen. Ecke kommt in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Und jetzt ist diese Szene beendet. Ah, schade, Zelic. Der ist verhindert. Dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Kurz vor dem Ende gibt's den Elfer. Er gibt Elfmeter. Was? Das ist doch nichts. Er ist doch auf Linie. Ja, hat er, na gut. Aber wenn man Schiedsrichter hat, der auch unbedingt will, dass der Gegner gewinnt. Der Strafstoß ist drin. Ein Freistoß für nichts geschenkt. Der Elfmeter für nichts geschenkt. Es war kein Foul. Es war ein Foul, aber es war außerhalb. Aber egal. Ja, das Fall gibt man für den Gegner Elfmeter. 6-5 jetzt also der Zwischenstand. Mir fehlen fast die Worte. Ohne. Eine Minute noch. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Fülle. Könnte der Ausgleich sein. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Der verhindert den Ausgleich. Gibt's noch was mit dem Ausgleich? Jetzt vielleicht mit der Ecke. Ecke. Erstmal geklärt. Ball kommt rein. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Ah, er gibt Elfmeter! Er gibt Elfmeter! Für uns nochmal! Vielleicht auch noch einen Punkt mitnehmen. Ist das ein Foul? Und er gibt den Elfer.
Nein, der geht's dabei. So, das war's für heute. Die Gäste haben dieses Spiel also die Serie reißt, der Elfmeter in der letzten Sekunde verschießt. Vor allem an diesem späten, an diesem ganz späten Gegentreffer. Einmal unaufmerksam und es ist passiert. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ich hab den voll verzogen. Alles gepackt. Wenn ich den Kreis kleiner gehalten hätte, dann wäre es auf 6-6 gewesen. Unfassbar, ey. Aber wie gesagt, danke schön, Herr Schiedsrichter. Das hast du dir selber zuzuschreiben, das Ding. Das Ding geht auf den Schiri. Also wie gesagt, der Elfmeter war meiner Meinung nach keiner und das Foul war auch gar nichts. Holt sich normal den Ball und kriegt einen Freistoß und der geht natürlich rein. Ja, danke schön, ey. Die wollt unbedingt, dass ich nicht Meister werde. Naja, jetzt ist vorbei. Jetzt habt ihr es nämlich geschafft. Jetzt habt ihr mir schon das zweite Spiel verpfiffen. Oh Mann, ey. Die Serie ist gerissen. Naja, gut. Ist halt so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.